Klaus. Heute gibt es die erste Videobotschaft an das Safe-Team Mannheim. Wie ihr wisst, haben wir uns dazu entschlossen, möglichst wenige Gesamtteamtreffen abzuhalten. Ganz einfach deswegen, damit wir wirklich Zeit haben für unsere Projekte, für das, worum es uns bei Safe Mannheim geht. Nichtsdestotrotz kann man manche Informationen einfach viel besser per Sprache kommunizieren als in einer geschriebenen E-Mail. Derzeit läuft die Anmeldefrist für die zwei Events Students Meet Enterprise und National Cup 2010. Jetzt haben sich einige von euch schon für diese Events angemeldet, viele haben abgesagt und manche haben sich noch gar nicht in die Doodle-Listen eingetragen. Mit diesem Video möchten wir euch nochmal dafür begeistern, zu den Events mitzufahren. Wer sollte mit zu Students Meet Enterprise, wer sollte mit zu National Cup? Eigentlich sollte jeder, der bei uns im Safe-Team aktiv ist, auch zu diesen Events fahren. Warum? Ganz einfach deswegen, weil Safe nicht nur aus unserem kleinen, bescheidenen Team besteht, in Mannheim, sondern Safe ist eine deutschlandweite, eine internationale, ja, eine globale Organisation. Safe kann man nicht beschreiben, kann man nicht erzählen, Safe muss man leben. Safe kann man unter anderem auf den Events Students Meet Enterprise, National Cup und auch auf den Trainingswochenenden von Safe Germany am Ende des Jahres erleben. Safe lebt auch vom Austausch mit den anderen Teams, mit den Faculty Advisern, den Business Advisern, den Sponsorenunternehmen und den Verantwortlichen von Safe Germany. Die alle kann man natürlich auch bei den genannten Events treffen. By the way, nur weil Students Meet Enterprise bei Bayer stattfindet, heißt nicht, dass nicht auch die anderen Sponsorenunternehmen von Safe Germany dabei sind. Porsche, KPMG, HSBC, Bank, Henkel und andere werden auch vertreten sein. Jetzt sagt ihr vielleicht, ihr wollt gar nicht in die freie Wirtschaft. Die Unternehmen bei Students Meet Enterprise interessieren euch überhaupt nicht. Ich glaube, dass Safe vor allen Dingen eines beitragen kann, nämlich unseren Horizont zu erweitern. Ich glaube, es ist eine Chance. Safe bietet ganz viele Chancen, den Horizont zu erweitern, Neues kennenzulernen, viel darüber zu erfahren, wie unsere Gesellschaft funktioniert. Und wer sollte insbesondere mitkommen zum National Cup und zu Students Meet Enterprise? Insbesondere diejenigen, die derzeit überlegen, zukünftig mal die Teamleitung zu übernehmen, mehr Verantwortung beim Safe-Team Mannheim zu übernehmen, die sollten auf jeden Fall mitkommen, weil ich kann nur mitgestalten, wenn ich auch weiß, was Safe als Gesamtorganisation darstellt. Kommt mit zu den Events Students Meet Enterprises, kommt mit zum National Cup 2010. Ich bin sicher, niemand wird es bereuen. Anmelden könnt ihr euch noch bis Freitagmorgen um 11 Uhr. Und das war die Sendung mit dem Safe-Team Mannheim. Bye!